Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, mein Name ist Kamal Afse. Heute haben wir einen wunderschönen Wagen für euch, der BMW XM. So Leute, mein Name ist Kamal Afse. Hier sind wir in dem BMW XM. Fahren gerade aus der Stadt raus. Ist nicht einfach, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich ein Riesenschiff. Ein unfassbarer Hingucker. Wir haben gerade Fotos gemacht. Und dann auch gerade gemerkt habe, dass wenn man den Wagen echt so ein bisschen länger sich begutachtet, sich den anguckt, dass er dann doch irgendwie so ins Herz kommt. Weil es war ja oft so, dass es wurde ja gesagt, dass die Meinungen sehr auseinandergegangen sind bezüglich dieses Fahrzeug, weil es einfach ein sehr, sehr gewagtes Projekt von BMW war. Ich glaube und finde auch, dass es zur richtigen Zeitpunkt gekommen ist, einfach aus dem Grund, weil bei den ganzen G-Modellen wurde ja auch gesagt gehabt, dass ja die Niere zu groß ist oder dies nicht gefällt oder das gewagt ist. Und jetzt auch gerade bei einem M2 war es ja auch genauso, dass die Leute gesagt haben, nee, wollen wir nicht so. Und es wurde, muss ich auch sagen, danach eine Zeit doch geliebt von den Leuten. Und ich muss dann auch ehrlich gestehen, dass dann das gerade, wie gesagt, zu der Zeit einfach unfassbar perfekt war, dass man das gewagt hat mit diesem Modell, weil das ist ja auch seit dem M1, ich weiß nicht, ob sich einige erinnern können, schon ein paar Jährchen her, über 15 Jahre her, das erste BMW-Modell, das quasi eine Neuauflage ist. Wir sind im Tunnel, ich gehe mal drauf, ich hoffe, man hört das. Ah, der zieht schon gut, ey. Boah, der zieht schon gut. Der damals, 1972 war das, glaube ich, der rausgekommen ist. Komplette Neuauflage war von BMW. Ist auch diese XM eine komplette Neuauflage. Es gibt keinen Vorgänger. Nachgänger muss man wahrscheinlich gucken. Es gibt ja diesen XM-Label mit nochmal viel, viel mehr Leistung. Der hier hat über 600 PS gekoppelt mit einem Elektromotor. Und ich muss sagen, dass jetzt hier gerade so im Komfort ist er schon brutal. Jetzt gerade auf der Autobahn. Wir waren gerade in der Stadt, jetzt fahren wir auf die Autobahn. Stadt, sage ich ganz ehrlich, wäre mir persönlich viel zu groß, einfach aus dem Grund, weil du belegst eine komplette Fahrbahn. Du musst wirklich aufpassen, gerade so in länger gezogenen Kurven mit zweispurigen Straßen musst du echt aufpassen, dass du nicht auf die andere Seite kommst. Aber nichtsdestotrotz ist das ein absoluter Hingucker. Ich muss echt sagen, ich war so ein bisschen gespalten, auch meine Meinung war gespalten. Muss ich sagen, einfach aus dem Grund, weil ich gedacht habe, boah, muss das sein? 178.000 Euro Grundpreis. Nicht lieber einen X5 M oder einen ganz normalen X5 nehmen, weil SUV ist es ja im Grunde genommen auch. Und also warum da speziell sein? Das ist dieser Wagen absolut. Der ist wirklich sehr, sehr speziell, muss man sagen. Aber gerade bei den Fotos machen und bei den Carpons, die wir gedreht haben, muss ich einfach sagen, so, da kam auch ein Herr, der so sich das zufällig angeguckt hat und meinte, der auch so ungefähr 10, 15 Minuten stand und meinte, so langsam gefällt er mir schon. Und das muss man einfach sagen, das hat dieser XM. Irgendwann gefällt er dir wirklich. Weil dann merkst du die Proportionen, die Lufteinlässe, die kleinen Details, die der Wagen hat. Und dann ist dieser Wagen dann doch besonderer. Und wo du dir dann sagst, ey, nee, ich nehme lieber den als ein X5 oder ein X6, was ja auch ein SUV ist. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie er es auf der Bahn jetzt hier macht. Wir sind jetzt gerade, wie gesagt, auf der Autobahn. Du gurken hier gerade mit 70 wegen dem Blitzer. Aber bin mal gespannt. Dann gehen wir nochmal auf Landstraße, einfach so gucken, wie der sich so bewegt. Gerade auf jetzt, hier sind wir im Elektrobereich. Es ist sehr, sehr ruhig. Wirklich sehr, sehr ruhig. Und jetzt, wenn wir so ein bisschen anziehen, geht der auch gut eigentlich weg. Jetzt nur mit rein elektrisch. Und ja, dann bin ich mal echt gespannt, wie der Wagen so wird. Die Leute fahren an uns vorbei, gucken echt rein. Das ist wirklich, also eine G-Klasse von Mercedes ist so für mich absolute Statement. Wenn du den Wagen hast, hast du eine sehr, sehr gute Präsenz. Das finde ich hat auch nur noch mal der Urus von Lamborghini und der hier.
Also wenn der an einem vorbeifährt mit seinen 23 Zoll Felgen, guckst du da schon wirklich hinterher und begutachtest diesen Wagen so. Gerade jetzt auch guckt einer hier in den Wagen rein. Also der hat schon wirklich was sehr, sehr Besonderes. Das muss man einfach sagen. Und gerade auch die Farbkombi im Innenraum mit dem Grün und dem Beige ist Geschmackssache, aber hat was. Das passt dann einfach alles wiederum zu dem Wagen, weil es dann auch einfach außergewöhnlich ist. Und ja, ich bin sehr, sehr geflasht von dem Wagen. Es ist ein sehr, sehr präsentativer Wagen. Und wie schon gesagt, BMW hat da absolut zur richtigen Zeitpunkt so einen Wagen rausgebracht. Und ich muss auch gestehen, dass ich mittlerweile seit ein, zwei Jahren absoluter BMW-Fan bin. Ich habe mich in den M4, also mein persönliches BMW-Supermodell ist einfach der M4 GTS. Ist natürlich schon ein paar Jahre her, aber ich durfte den jetzt schon auf dem Flugplatz fahren. Schöne Grüße gehen da an Till. Danke für die Erfahrung. Das war wirklich ein richtig schöner Wagen, der unfassbar Traktion hatte, unfassbare Traktion nur auf der Hinterachse und einfach unfassbar nach vorne ging. Und den würde ich auch gerne mal in so einem Alltag fahren, weil du da natürlich das Fahrzeug nicht kennenlernen kannst oder kennenlernen willst. Aber das ist mein absoluter Favorite. Und ich bin jetzt auch die G-Modelle gefahren, der M2 leider noch nicht, den G87, aber alles drumherum, was ich jetzt bis jetzt von BMW, was M angeht, gefahren bin, 100% überzeugt. 100% überzeugt. Und da finde ich auch, haben die da abgesehen, also im Vergleich zu den Konkurrenten die Nase vorn, weil sie halten den Sechszylinder, halten sie fest. Die V8 Monsters in den M5 Modellen oder jetzt auch in diesem Modell, die bleiben bestehen. Klar gekoppelt mit Hybrid, aber besser als irgendwie sein V8 da umzubringen und da einen Vierzylinder reinzutun. Ich will ja keine Marken ansprechen, aber ja, das ist halt dann das, was ich so meine. So. Die entwickeln sich weiter, ja, aber sie haben noch ein bisschen alte Schule drin. Sprich, die Abgasanlage oder die, es gibt keine Blenden. Das ist eine richtige Abgasanlage ist da hinten. Das sind richtige Rohre, die da hinten rauskommen. Plus die geilen Motoren, die da noch haben, die reinen Sechszylinder, die V8 Monsters. Ist ja hier auch ein 4,4 Liter Twin Turbo verbaut. Also das muss man dann sagen, das dann hat da schon BMW die Nase vorn im Gegensatz zu den Konkurrenten. Und das finde ich persönlich auch extremst geil. So, jetzt sind wir auf der Bahn, aktivieren mal den V8 und geben mal ein bisschen Gas, ganz normal. Ja, es war jetzt nicht mal halb so viel Gas, aber ich gehe mal nochmal drauf und schalte mal runter. Boah. Alter, boah, was ist das denn? Boah, das habe ich ja nicht gedacht. Was war das denn? Das sind doch keine 2,8 Tonnen. Das ist ja... Boah! Und der Sound ist brutal. Boah! Hier vibriert alles. Boah! Wir sind jetzt im Sport Plus. Machen wir das Fahrwerk auch auf Sport Plus. Mal Gas. Also der Wagen schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Das über 200 jetzt schon drauf. Boah. Also das fühlt sich nicht nach 2,8 Tonnen an, sage ich ganz ehrlich. Das ist wirklich unfassbar. So, jetzt legen wir uns auf der Landstraße. Und ja, ich muss immer noch sagen, nach wie vor, der Komfort ist wirklich extremst gut. Jetzt so über Schienen gerade gefahren und einfach gar nichts. Also das ist wirklich extremst gut. Der Spagat zwischen Komfort und Sport ist da, muss man wirklich sagen. Gerade über die Autobahn geballert und das macht er wirklich einfach ganz, ganz entspannt. Wirklich ganz, ganz entspannt, die 200. Da haben einige Limousinen oder andere Fahrzeuge mehr Probleme, da irgendwie die 200 zu erreichen. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schnell für 2,8 Tonnen. Und ja, ich bin begeistert, muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Und der Wendekreis ist auch okay. Der ist wirklich okay.
Und ja, womit befasse ich mich heute? Sag ganz ehrlich, was mich persönlich sehr interessiert, der Wagen hat unfassbare Features, sowie im Interieur als Exterieur. Und was mich jetzt interessiert ist, wie ist der Komfort, wie ist die Leistung, wie verhält er sich auf den Straßen und ist er das Geld von ab 178.000 Euro wirklich wert? Es wurden ja insgesamt über 2.400 Exemplare verkauft. In China ist er leider nicht so beliebt geworden, was quasi vielleicht nicht gedacht war, aber nichtsdestotrotz hat man berechnet, dass man über eine halbe Milliarde Euro mit diesem Kfz hier eingenommen hat, und das ist schon eine unfassbare Leistung, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eher ein Fahrzeug, das man sich holt, wenn du irgendwie schon 5-6 Fahrzeuge hast, und das ist einfach nur, ja, möchte ich haben, gefällt mir. Ich mag BMW ganz gut und den möchte ich jetzt haben. Das ist jetzt kein Fahrzeug, glaube ich, wo du sagst, das ist mein einziges Fahrzeug, was ich habe. Dafür ist er, glaube ich, einfach, ja, zu spacey, muss man einfach sagen. Ja, die Qualität der Verarbeitung, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, das ist wirklich mega gut hier. Wir haben Leder, alles mit Leder beschmückt, das ist wirklich vom Feinsten. Die Nähte sind unfassbar gut. Du sitzt hier wirklich sehr, sehr bequem in diesem wunderschönen M-Sitzen. Und also Qualität außer Frage, da brauchen wir gar nicht ins Detail zu gehen. Das steht außer Frage, das ist extremst auf höchstem Niveau. Und wie gesagt, gekoppelt mit der alten Schule, vernünftige Endrohre, der V8 ist da vorne drin, ist das wirklich ein Meisterwerk, muss ich sagen. Hinzu kommt noch, dass der sich auch einfach absolut nicht anfühlt wie 2,8 Tonnen. Was mir noch persönlich wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist der Dachhimmel. Dieses 3D-Muster ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und ja, verstellbare Farben ist natürlich inklusive. Aber ja, ich muss jetzt sagen, ein bisschen damit gefahren durch die Stadt, durch die Autobahn. Und der macht schon echt was her. Macht schon wirklich Spaß. Auch in den Kurven kann man den schon ein bisschen rannehmen. Und das macht er auch eigentlich echt mit Bravour. Und auch hier beim Rausbeschleunigen, das ist wirklich Traktion haben wir, ist es ein bisschen nass. Und ja, der liegt unfassbar gut auf den Straßen. Ich gebe nochmal Gas, das ist hier im Tunnel. Ah, das ist unfassbar. Wirklich gut. Das ist wirklich gut. Kann man nichts anderes sagen. Und auch hier mit 120 in eine langgezogene Kurve, das ist easy. Das ist wirklich easy. Also da musst du nicht irgendwie korrigieren oder so, da kannst du in einem Zug ganz schön in die Kurve reinfahren. Das Fahrwerk ist unfassbar. Jetzt habe ich auf Sport gemacht. Du hast wirklich ein sicheres Gefühl auch in den Kurven. Klar kannst du es nicht übertreiben, aber mit einer gewissen Geschwindigkeit oder mit einer schon höheren Geschwindigkeit hast du da wirklich gar keine Probleme. Und der Wagen ist wirklich, finde ich, gut. Schöner wäre es mal so ein paar Tage mit so einem Koloss zu fahren. Also man ist schon hier so Präsidenten-Modus. Stadt war nervig, ja, sage ich ganz ehrlich. Da ist mir doch ein bisschen zu groß. Ich war auch gerade an der Waschanlage per Hand gewaschen. Alter. Besser eine Waschstraße finden, die solche Autos auch waschen kann, weil per Hand, das war, ging ja gar nicht. Weil das war einfach, da so viel Metall und so viel Auto, dafür brauchst du 1-2 Stunden, wenn du es wirklich vernünftig machst. Und ja, ich habe es zwar vernünftig gemacht, aber hätte besser sein können. So, wir kommen jetzt auf eine etwas kurvigeren Straße. Ja, das macht er echt gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Auch hier, boah. War jetzt ein bisschen gerutscht, aber packt er wieder. Unfassbar, unfassbar. Auch hier. Boah. Das ist unfassbar. Wie der schiebt und schiebt und schiebt. Ganz ohne Probleme. Ich werde auf jeden Fall nicht so nett sein. Und ja, bis jetzt gefällt der Wagen mir wirklich sehr, sehr gut.
Das ist fast ein Alleskönner. Ist jetzt kein Supersportler oder so, der natürlich die Kurven perfekt nimmt, aber hier ist Autobahn und Landstraße. Stadt war ich kein Fan von, muss ich wirklich sagen. Waschen selber auch niemals wieder. Aber die Königsdisziplin hier, Autobahn oder auch die Landstraße, das ist wirklich gut. Doch. Sieht nicht so gut aus. Nicht so viel Platz, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt gerade 100-200 geschafft. 100-210,16 ist schon nicht schlecht, ey. Diese 2,8 Tonnen, ey. Krass. Schon richtig gut, ey. Richtig gut. Und jetzt, wenn du jetzt so auf Komfort schaltest, dann fährst du so ein Kätzchen. Ganz einfach. Dann ist ganz ruhig. Nichts Außergewöhnliches. Und das ist dann doch schon beeindruckend. Muss man einfach sagen. Das ist dann das, was mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Das Fahrwerk ist abrupt leichter geworden, sanfter geworden und du kannst hier rumgucken. Ganz entspannt. Also dieser Wagen, fassen wir nochmal zusammen. Start angefangen. Schwierig, wirklich schwierig. Ein großer Wagen, riesen Hingucker. Schwierig da eine Spur zu halten, gerade wenn man so vielleicht so eine kleine Kurve kommt in der Stadt. Also Stadt würde ich tatsächlich so gut wie es geht vermeiden, weil er einfach wirklich sehr, sehr groß ist. Wirklich sehr, sehr groß. Bekommt das trotzdem hin. Wenn du jetzt auf E schaltest, kannst du da ganz entspannt fahren, klar. Aber es ist wirklich ein Riesenwagen und in der Stadt, gerade wie aus Bielefeld, ist ja noch okay. Wir haben noch ein paar größere Hauptstraßen, aber ich glaube, damit irgendwo in Düsseldorf oder in Frankfurt oder in Dortmund da zu fahren, da hätte ich absolut gar keinen Bock. Absolut gar keine Lust. Autobahn, beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Hier fahren wir jetzt 120, wir hören gar nichts. Es ist unfassbar leise, keine Windgeräusche, gar nichts. Und sehr, sehr bequem, wirklich sehr, sehr bequem. Sportlich geht er auch. 100, 200 ist da eine 10 vor und das ist wirklich für 2,8 Tonnen beeindruckend. Ansonsten jetzt gerade mal so im Komfortmodus, wenn ich Gas gebe, geht er auch wirklich, guck mal, unfassbar vorwärts, unfassbar. Also, ich wiederhole mich ja, aber es ist wirklich beeindruckend. Ja, ansonsten Landstraße mit ein bisschen Kurven, wenn man da ein bisschen zügiger unterwegs ist oder das Auto mal ein bisschen rannehmen möchte. Also beim Rausbeschleunigen nicht, tatsächlich, da kommt er wirklich gut vom Weg, aber gerade beim Bremsen, wenn du da mit Tempo ankommst, merkst du natürlich das Gewicht, aber das ist auch dann natürlich nicht seine Königsdisziplin. Aber hier, gerade jetzt Autobahn, ich glaube, ich könnte mit dem Wagen tausende Kilometer mitfahren. Ist wirklich so. Ja, jetzt so nach 2 Stunden Fahrt und so ein bisschen rumgucken, mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen entspannt fahren, haben wir eine 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Das ist nicht viel für 4,4 Liter V8. Dann ist der Sprit doch bezahlbar. Nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. 19 kW auf 100 Kilometer ist auch okay. Und ja, mein Fazit ist, sagen wir, würden wir 10 Punkte dieses Fahrzeug geben, würde ich den 9,7 geben. So, diese 0,3 oder sagen wir mal eine 9,5, bleiben wir mal glatt. Diese 0,5 sind einfach dieses, der Elektro muss einfach raus. Der muss einfach raus. FSMU Verbrenner, lang lebe der Verbrenner und BMW wirklich. Unfassbar, was die momentan auf die Beine stellen.
bin ich wirklich sehr, sehr vom Beeindruck und sehr, sehr getan von der Marke mittlerweile, weil einfach BMW alter Schule noch geht. Und das machen die anderen Konkurrenten nicht. Deswegen bin ich, oder mein Herz schlägt mittlerweile BMW. Hier haben wir den BMW XM 4,4 Liter V8 Hybrid mit über 600 PS und über 800 Newtonmeter, die du wirklich spürst. In jeder Phase, ob im Komfort oder auch im Sport. Das war auf jeden Fall die Vorstellung vom BMW XM. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich noch achten soll. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie der Verbrauch war. 100, 200 haben wir jetzt gemessen. 0, 100 ging jetzt leider nicht, da war der Verkehr zu groß und da will ich auch kein Risiko eingehen. Der fährt sich wirklich unfassbar gut, sehr, sehr bequem, das Fahrwerk ist top und die kleinen Details, die der Wagen gerade auch vorne mit sich bringt, die Sportlichkeit oder die sportliche, das Optische ist einfach wirklich sehr, sehr gelungen. Gerade auch die Scheinwerfer, die so klein gemacht worden sind, finde ich perfekt. Weil wenn sie größer geworden sind, wäre die ganze Front irgendwie untergegangen. Deswegen mit den kleinen Scheinwerfern ist das wirklich sehr, sehr gelungen. Und da sieht die Front auch wirklich sehr, sehr sportlich aus in Kombination mit den Lufteinlässen. Ansonsten, ja, schreibt mir einfach mal gerne, worauf ich das nächste Mal achten soll, wenn ich jetzt was vergessen haben sollte. Ich finde den Wagen wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es macht wirklich Spaß, den Wagen zu fahren. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video findet. Ich bin jetzt auf alles, was so geht, eingegangen. Und oder hoffe, ich habe nichts vergessen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, auf was ich das nächste Mal achten soll oder was euch wirklich sehr, sehr interessiert bei solchen Fahrzeugen. Dann werde ich darauf eingehen und versuchen, das nächste Mal auf jeden Fall besser zu machen. Oder ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Autos ihr gerne vorgestellt bekommen möchtet. Und ich versuche das irgendwie zu organisieren, auf meine Art und Weise das vorzustellen. Mein Name ist Kamal Afse. Das war eine neue Ausgabe von Car Race und bis bald.